Also hinten machen wir mal diese Spikes dran. Falls uns jemand von hinten irgendwie an den Arsch will. Hier an die Seiten. Guck mal, Messer. Hallo. Geht's noch? Huhu. Flammenwerfer. Natürlich. Oh, an die Räder. Crank. This is so crank. Okay, testen wir mal die Flammenwerfer. Oh. Flammenwerfer aus. Ultra einfach. Und unser Auto ist noch voll, fast voll funktionsfähig. Flammenwerfer, wir müssen 2 Iron Ore sammeln. Die 2, die da vorne liegen. Also das ist eine Iron Ore. Guck mal, die Hälfte des Levels ist schon geschafft. Es ist so einfach. Es ist wieder so einfach. Aber da oben kommen wir erstmal nicht dran. Ich würde sagen, da machen wir uns einen Greifarm oder sowas. Ganz einfach, ganz einfach. Aber wir brauchen einen Schwenkarm. Wir müssen uns erstmal einen Schwenkarm bauen. Spring, Decoupler, ja gut. Es ist alles nicht so wichtig, durch. Also ja. Steh, what the fuck? This is amazing, simple. We need a hinge. Also wir machen das so für die Bewegung. Und natürlich drehen wir die ganze Geschichte für diese Bewegung. Okay. Guck mal, wie groß es ist, unser Gerät. Wir haben es jetzt gar nicht verstärkt, ne? Das ist natürlich blöd. Scheiße. Müssen wir den ganzen Scheiß da abmachen? Was haben wir da auch alles dran? Also wirklich. Ha! Nehmen wir es mal hoch. Achtung. Wow! Unser ganzes Auto bewegt sich. Oh, das hält. Okay, jetzt legen wir den ab. Oh. Wir packen ihn ein. Wir haben jetzt selbst eine große Schale gebaut. Ah, ist aber auch irgendwie blöd, ne? Ob ich genug Power habe, um den anderen auch noch anzuschieben? Wie ich ihn streiche. Oh, ich wollte gerade sagen, du guter Ball. Wir sollen da oben diesen Ding destroyen, diesen Stein. Wir nehmen ihn einfach weg. Alles klar. Alles klar. Dieser Stein kann also schießen. Was ist, wenn wir einfach zurückschießen? Also schauen wir mal. Guck mal, jetzt kann ich den Winkel einstellen. Also. Das sieht ja ultra cool aus, oder? Na? Ich will aber es aber noch ein bisschen besser treffen. So. Oder ein bisschen schlechter. Oder gar nicht. Ich will durch so ein Loch durchschießen. Das war gut getroffen. Use explosives to destroy 40 PC. Achtung, Männer, eine Kanone. Nicht schlimm. Dagobert, nicht schlimm. Wir müssen Bomben schmeißen. Dann bauen wir mal eine Art Katapult. Wie geht denn ein Katapult jetzt? So. Und so. So. Hilfe. Rob ist ja die Experte, wisch. Schaut euch dieses majestätische Katapult an. Es ist so schön. Schauen wir mal. Also, Männer. Wupp. Wupp. Ich will alles rausholen aus dem neuen Katapult. Und wupp. Wir sind zu hoch. Wir dürfen nicht aus dem Rahmen rausbauen. Man kann den Rahmen entfernen, aber dann kann man das Level nicht zu Ende machen. Sondern schon ist etwas kleiner, die ganze Geschichte. Ja, merkt ihr was? Guck mal, die Dynamik dahinter ist was ganz anderes. Was ganz anderes, wie wenn du was so ein großes gewohnt bist. Ja, so ein kleines Katapult ist schon was Schönes. Ja, da kannst du ja oft gar nicht meckern. Bei sowas. Pam! Und es geht nur einmal. Aber es reicht. Einmal wird reich. Also, Männer, Feuer! Das alles ist eine Sache der Zielung. Guck mal. Oh, oh. Scheiße. Du musst mit der Bombe richtig... Du musst die antätscheln. Du musst mit der Bombe sprechen. Du musst die Bombe im Griff haben. Haben wir schon gut gemacht. Wir müssen in dieser Aufgabe 90% von allem zerstören. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Sag mal, was ich bauen soll. Guck mal kurz in die Leiste rein. Ich mach kurz die Leiste und ihr guckt, was es gibt. Und dann könnt ihr sehen, was ich bauen soll. Was soll ich bauen? Wir haben einmal das hier. Dann das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Sag mal, was ich... Ne, ob reicht euch das? Reicht euch dieses Gebilde hier? Guck mal. Haben die gerade die Dinge in der Luft abgeschossen? Die Bombe, guck mal. Ha, nicht mit mir, ne, ihr Schweine. Außer wir schaffen es jetzt so. Das ist ja eine Kanone da oben. Are you crazy? Damit ihr mal die Gegebenheiten hier überhaupt kennenlernt. 2 Kanonen. Okay, dann vielen Dank, Gell. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.